Das ist auch ein sehr, sehr schöner Hadith. Wenn man das sagt, diese Dua, die wir gerade gesagt haben, wenn du rausgehst von zu Hause, dann hat der Prophet Muhammad zu ihm gesagt, derjenige, der sagt, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Im Namen Allahs, ich vertraue auf Allah und es gibt keine Macht und keine Kraft außer die von Allah. Dann wird zu ihm gesagt, dann die Engel antworten, was sagen sie? Hudayt, du bist rechtgeleitet. Khalas, ja, du bist beschützt. Du wirst rechtgeleitet. Hudayt, yuqalu lahu, Hudayt, du wirst rechtgeleitet. Wukufit, und du wirst beschützt. Ja, du bist beschützt, du hast eine Versicherung. Wukit, du hast einen Schutz, eine Versicherung und du bist auf dem geraden Weg und einen guten Weg und du bist... Ja, nee, du hast einen allgemeinen, kompletten Schutz. Das ist eine totale, komplette Versicherung quasi. Von allen Seiten, von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du dieses Bittgebet sprichst, wenn du rausgehst. Deswegen sehr, sehr wichtig, dass man das spricht. Und als letzte sagte, وَتَنَحَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ. Und dann geht der Satan sogar von dir weg. Ja, der تَنَحَ عَنْكَ. Ja, nee, er geht dir vom Weg. Der Satan geht dir vom Weg.